Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Vor kurzem wurden die operationellen Programme der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 für den EFRE und den ESF in Mecklenburg-Vorpommern von der Europäischen Kommission als eines der ersten in Deutschland genehmigt. Zusammen mit unseren Partnern aus Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung freuen wir uns über diesen wesentlichen Meilenstein, denn die Strukturfonds sind eine bedeutende Finanzierungsquelle für öffentlich geförderte Projekte in Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch die weiteren Vorbereitungen zur Umsetzung der allgemeinen Strukturfondsverordnung laufen in der Verwaltung auf Hochtouren. Hierzu gehört insbesondere der Entwurf neuer Verwaltungs- und Kontrollsysteme unter Beachtung der geltenden europäischen Vorgaben. Von den europäischen Institutionen wurden im Rechtsetzungsverfahren für die neuen Verordnungen und im Laufe der Programmierungsprozesse eines besonders hervorgehoben: der Abbau der Verwaltungsaufwandes für die Umsetzung der Fonds und der Bürokratieabbau auch im Interesse der Begünstigten sind wesentliche Ziele der neuen Förderperiode. Bund und Länder haben darauf geachtet, dass diese Ziele explizit im Artikel 4 der allgemeinen Verordnung verankert wurden. Auf der anderen Seite steht selbstverständlich die Notwendigkeit einer effektiven Kontrolle der einzelnen Förderprojekte und Begünstigten auf Einhaltung aller europäischen und nationalen Vorgaben. Aber, meine Damen und Herren, beim Einsatz der administrativen Ressourcen für die Kontrolle der Programme muss zwingend der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Ja, auch in diesem Falle. Was wir derzeit mit großer Sorge feststellen, ist, dass die Europäische Kommission die Rechtsakten, die die allgemeine Verordnung konkretisieren oder die Leitlinien, Forderungen an die Kontrollsysteme stellt, die weit über die Regelungen der allgemeinen Verordnung hinausgehen. Durch diese Vorgaben wurden die Ziele des Bürokratieabbaus und die Wahrung der Verhältnismäßigkeit gefährdet. Bestes Beispiel sind die Überlegungen der Europäischen Kommission hinsichtlich der Maßnahmen, die zur Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug und Korruption ergriffen werden sollen. Nach diesen Vorstellungen soll eine Risikobewertung auf Ebene der Förderaktivitäten, wie sie bisher durchgeführt wurden, nicht mehr ausreichend sein. Vielmehr soll die Risikoermittlung in jedem einzelnen Förderfall mit Hilfe des IT-Systems Arachne erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine von der Kommission entwickelte Datenbank. Die Verwaltungsbehörden sollen an Arachne eine Vielzahl interner Projektdaten übersenden, die dann mit den Daten aus zwei internationalen Datenbanken verglichen werden, um so ein Risiko für Betrug oder Korruption zu identifizieren. Die Kommission hätte dabei Zugriff auf sämtliche Förder- und viele Unternehmensdaten. Die Anwendung des Systems wird vom Bund und den Ländern übereinstimmend abgelehnt. Ich möchte hier noch auf einige Gründe eingehen, warum das so ist. Es bestehen erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Erhebung und Verarbeitung von einzelfallbezogenen Daten. Insbesondere gibt es hierfür keine rechtliche Grundlage. Diese Bedenken wurden vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz geteilt. Eine anlasslose Generalüberprüfung aller Zuwendungsempfänger ist mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit unvereinbar. Die systematische Erfassung und Verarbeitung von Daten unverdächtiger und die
vernetzte Durchsuchung von Datenbeständen entspricht zudem quasi einer Rasterfahndung. Und das kann es ja wohl nicht sein, die das Bundesverfassungsgericht im Vorfeld der Gefahrenabwehr für unzulässig erklärt hat. Das ist nur bei konkreter Gefährdung besonders hochrangiger Rechtsgüter zulässig. Die enorme Bandbreite der zu übersendenden Informationen und der damit verbundenen Verwaltungsaufwendungen sind im Hinblick auf den voraussichtlichen Mehrwert nicht verhältnismäßig. Die zumeist reduzierten Zuwendungsempfänger, die zumeist redlichen Zuwendungsempfänger würden unter Generalverdacht des Betruges gestellt. Die Betrugsanfälligkeit wird in Arachne anhand von Indikatoren bewertet, deren Bezug nicht bewiesen ist. Die Ergebnisse sind daher für verwaltungsrechtliche Konsequenzen nicht belastbar. Meine Mitarbeiter haben diese Bedenken schon weitergeleitet. Die Gremien haben dazu votiert und die WMK hat dazu ein eindeutiges Votum abgegeben. Hier können wir einen Teilerfolg verzeichnen. Die Kommission unterstreicht in ihrem Antwortschreiben nun die Freiwilligkeit der Anwendung des Systems und weist auf den Charakter als Unterstützungsinstrument hin. Allerdings ist nach wie vor zu befürchten, dass in der Praxis der Prüfung der Kommission Arachne indirekt als Referenzsystem weiter angesehen werden soll. Mecklenburg-Vorpommern sollte sich daher weiterhin für das Anliegen aussprechen, diesen Antrag und Arachne zu Fall zu bringen. Meine Damen und Herren, auch im Interesse der Beachtung der Verhältnismäßigkeitsgrundsätze und des Subsidiaritätsprinzips sollen die Überlegungen der Europäischen Kommission zur Vorbeugung und Bekämpfung von Betrug und Korruption kritisch begleitet werden. Denn die Bundesrepublik Deutschland verfügt bereits über wirksame Betrugs- und Korruptionsmechanismen. Hierzu zählt zunächst die strafrechtlichen Regelungen nach § 264 Strafgesetzbuch ist ein Sondertatbestand geschaffen, mit denen die Bekämpfung des Subventionsbetruges ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Mit dem Subventionsgesetz hat Deutschland sowohl die Behörden verpflichtet, subventionserhebliche Tatsachen zu bezeichnen, als auch die Tatsachen zu offenbaren. Die Behörden sind verpflichtet, den Verdacht auf Subventionsbetrug den Strafvollzugsbehörden mitzuteilen. Das Zuwendungsrecht schreibt vor, die Begünstigten auf subventionserhebliche Tatsachen hinzuweisen. Daneben sind in den aktuellen Verwaltungs- und Kontrollsystemen für die Förderperiode 2007 bis 2013 bereits vorhandene Regelungen geeignet, Budgets und Korruptionsfälle zuverlässig aufzudecken und zu sanktionieren. Die Förderprojekte unterliegen einer Vielzahl von Kontrollen durch die bisherigen Einrichtungen. Ergänzt werden diese Kontrollen durch Prüfung der Kommission und des Europäischen Rechnungshofes, die im Vergleich zu rein national geführten Projekten hohe Anzahl von Kontrollen erhöht das Entdeckungsrisiko und reduziert das Betrugsrisiko. Bereits im Rahmen der Antragsbearbeitung werden umfangreiche Unterlagen angefordert, um das Betrugsrisiko zu minimieren. Hinzu kommen Prüfungen jeder Mittelanforderung, Vorortkontrollen und Verwendungsnachweisprüfungen. Dabei wird im riskanten Förderbereichen, etwa im Bereich der Vergabe von Leistungen, besonders intensiv geprüft. Im Bereich der Korruptionsbekämpfung hat der Gesetzgeber ebenfalls einen umfassenden strafrechtlichen Rahmen geschaffen. Im Beamtenstatusgesetz und im TVL ist ein Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen verankert. Hinzu
hinzuweisen ist auch auf die Verwaltungsvorschriften der Landesregierung zur Bekämpfung von Korruption in der Landesverwaltung und dem Antikorruptionsverhaltenskodex für Mitarbeiter in der Landesverwaltung. Die umfassenden Bestimmungen des Vergaberechts wirken der Korruption entgegen und wurden in nationale Zuwendungsrecht übernommen. Alle genannten Maßnahmen sind Teil eines schlüssigen nationalen Rahmens zur Vermeidung, Bekämpfung und Aufdeckung von Korruption. Meine Damen und Herren, daher ist es zwingend geboten, dass der Einsatz des Aachener Systems abgelehnt wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.